So, und damit herzlich willkommen zu einer Runde Jump League. Herzlich willkommen. Auch von Tobis Seite. Seit wann ist dieses Modul eigentlich einfach? Tobi ist heute auch am Start, wie man sieht. Tobi ist am Start. Erster, zweiter. Ich bin wieder am Start, nachdem ich wieder annehmbar gesund bin. Ja. Jetzt musst du mal Video allein bringen, Rash. Ja, ich kann ja mal gerne wieder eins bringen. Ja, könnt ihr mal wieder. Könnt ihr ja zeigen, was ihr mal spielen wollt. Also ich kann gerne mal eine Runde Black Ops oder Zombies oder sowas aufnehmen, was wir gerade ab und zu spielen. Ich kann mal gerne eine Runde LOL oder wieder Overwatch aufnehmen. Ja, Kirito und Jack. Schön in die Kommentare schreiben und der Rest natürlich auch. Ganz klare Sache. Ich kann auch Outlast spielen, wenn er wollt. Scheiße. Zwar nicht lange, aber ich kann's machen. In letzter Zeit sich immer so ein paar Leute, echt, die eigentlich regelmäßig unter jedem Video kommentieren, also so ein paar neue. Die schreiben zwar irgendwie meistens das gleiche so, deswegen weiß ich, ich bin mir nicht immer so sicher, was da so Spam-Kommentare sind und was nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die da neu am Start sind bei uns hier. Ja, wir haben ja auch mal jetzt nur 70 Abonnenten. Wir wissen noch nicht, was wir beim 100 Abonnenten-Special machen, aber wir haben ja auch noch 4 Monate Zeit oder so. Immer schön optimistisch denken. Ja, das war jetzt quasi der Aufruf an alle Abonnenten, mal ihren Freunden Bescheid zu geben, dass es einen super geilen YouTube-Kanal gibt. Ja. Der überhaupt keinen guten Content bringt, aber trotzdem geil ist. Unterhaltung ist das A und O. Unterhaltung ist das A und O. Ich sag dazu nur Wap, Babadibab. Du Scheiße. Was ist deine Meinung zu dem Song? Ich höre in der Zwischenzeit tatsächlich lieber Everyday Saturday von ApoRed. Es ist super gut produziert, aber sie kann halt einfach nicht singen. Ja. Sie kann halt einfach nicht singen. Irgendwo einen Kommentar mal gelesen, der Song sollte heißen Autotune featuring Bibi. oder auch unter dem Video kommt da irgendwie, das klingt so, als ob ein Ork gerade ein Katapult nach Mordor ziehen würde. Alter. Ja, beste Community am Start da. Den habe ich gefeiert, den Kommentar. Wie bist du darüber gekommen? Ne, du kommst auch nicht rüber, ne? Sehe ich gerade. Ja, genau, das meine ich. Irgendwie check ich den Stamm nicht. Ich hab keinen Helm, Alter. What the fuck? Ich hab einen Helm. Jetzt mal da rein, Alter. Ja, ab ins Getümmel, wir regeln. Hallo. Alter. Schlägt er mich noch mit mal weiter. Alter, die haben beide. Ja, das ist so unfair. Ja, aber der kann uns easy 2 vs 1. Kann der uns holen. In den Krieg! Ich geb dir die Kombo! Okay, oh mein Gott, ich hab den eingeholt! Was eine Dreier-Kombo gerade am Ende. Oh ne, der hat einen Bogen! Oh nö! Voll drauf, oder? Komm, lass drauf! Das schaffen wir. Oh mein Gott, der gibt mir so hart! Ja, ich bin so down. Jo, Alter. Und wir kommen zurück zu 1 vs 1 diesmal. Also wir haben, dadurch, dass nie kein fucking Lobby mehr frei war, oder nicht frei war, sondern besetzt war. Schön wär's, Alter. Ja. Haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir 1 gegen 1 spielen. Fuck, ich hab verkackt. Ich hab verkackt wie Bibi-Song. Wunderschöne Einleitung, würde ich sagen. Wunderschöne Einleitung, weil jetzt machen wir tatsächlich nur eine sachliche Meinung zu Bibis Song. Was Song nennen wir das Ding? Song. Also ich bin ja mal ehrlich, ich finde ihn komplette Grütze, wie glaube ich ungefähr jeder. Mein großes Problem ist tatsächlich mit diesem Song, den er gemacht hat, dass die Melodie ist irgendwie so eine billige Hip-Hop-Melodie. Hip-Hop? Diese... Übertreib nicht. Ja, aber halt irgendwie so eine Pop. Nein, ja, Pop schon. Nicht Hip-Hop, Pop. Ja. Pop-Kacke, die sie von irgendwo geklaut hat. Ein bisschen schneller gemacht hat. Und dann einen Song, der eher an einen Depri-Song von Adele erinnert. Vom Text, der draufgelegt hat. Und weil ihr kein Refrain eingefallen ist, Papa gesungen hat. Ja. Das ist eigentlich schön zusammengefasst. Das ist eine, finde ich, sehr gute Zusammenfassung von Bibis Song. Ganz davon abgesehen, dass sie nicht singen kann. Dass es durch Autotune gerade so gerettet wurde, dass man es einmal anhören kann. Einmal. Und es war eh schon einmal zu viel dann. Ja, eigentlich schon. Der Song passt halt in keinster Weise zu dem einen, zu der Altersgruppe, also die Melodie passt zu der Altersgruppe, die Bibi erreichen will. Der Text halt mal überhaupt nicht. Ja, das ist auch so eine Sache, stimmt, das habe ich in, wo war es, S-Case-Video, glaube ich, oder so gesehen. Der hat halt auch gemeint, das
das Ganze ist so für das Alter von den Zuschauern von Bibi halt gut gemacht, aber so wie sie sich halt präsentiert, so halbnackt auf dem Sofa oder sowas, das ist halt irgendwie voll nicht für die Fans, so für die Altersgruppe geeignet. Hat er so gemeint, war seine Meinung. Achso, ja, den halben Porno, den sie da als Video abgedreht hat? No, das ist halt auch so eine Sache, ja. Wo man sich auch denkt, gut, die Melodie erinnert an ein Kinderlied. Ja. Der Song erinnert an einen. Sorry. Das ist ein echt kleines Arschloch. Ich hab so viele Sachen. Hast du mir ein Steinschwert wenigstens oder so? Ja, ich hab 3 Stück. Die Melodie erinnert an ein. Also Melodie, Kinderlied, Text, Debris-Song von Adele. Danke dafür. Danke dafür, Alblali. Hat auch jemand drunter geschrieben. Ja, hab ich, ja, ich tatsächlich auch in den Kommentaren gelesen von dem Video. Danke dafür, Alblali. Ja. Sehr schön. Und es ist halt, und dann ist das ein Text, Debris-Song von Adele und ein Video, was irgendwie an Softporno erinnert. Aber ganz ehrlich, ich find's schon krass, so, so von den Klicks und dann noch die Dislikes, das ist ja auch so ein Thema, ne? So, das ist ja schon brutal gewesen. War ja irgendwie so schon rekordmäßig in Deutschland. Ja, sie hat Rekord, ja, es ist das meist dislikte Video Deutschlands. Ja, schon krass. Also. Und das innerhalb von, naja, knapp 24 Stunden oder sowas hat sie das gehabt. Ja. Also sie hat ApoRed innerhalb von 24 Stunden eingeholt und das ist eine Ansage. Hat die eigentlich jetzt, wie viel hat sie denn gerade für Dislikes? Ich glaube 1,6 Millionen oder sowas. Boah. Krass, Alter. So viel Klicks kriegen andere Leute nicht mal auf ihre Videos. Also es ist ja schon verdammt viel. Ja. Aber sie macht das Problem, sie macht dann trotzdem Geld mit. Ja, komm, jetzt lass mal kämpfen. Ja, lass kämpfen, let's go. Sie macht dann trotzdem Geld mit der ganzen Aktion. Ja, und das definitiv nicht wenig. Boom. 3 jetzt noch. Roasted. Roast yourself. Das war quasi das neue, das Roast yourself von Bibi. Der ist da wieder aktiv am Start. Das war ein Wichser, Alter. Eigentlich würde ich dich jetzt liebst foltern, indem ich aber jetzt aber den Song eine Stunde lang dich irgendwo hinfessel und den Song abspielen. Nice. Bin ich dabei. Also übrigens, Nordkorea verwendet den Song als Foltermethode. Oh, jetzt hab ich kassiert. Oh! Ja, da richtig kassiert. Pain. Und es ist so witzig, es ist einfach, wie viele 100.000 Leute haben wir jetzt mit seinem Video über dieses Song gemacht? Keine Ahnung, Alter, genug. Alle wollen so die Klicks, genauso wie wir. Hier ist halt echt so, was der Grund ist, warum wir jetzt in diesem Video drüber reden. Maus oh, hängt, LOL! Aber, LOL! 7 Herzen, nice! Ja, ich hab mich umgedreht aus Versehen. Die Angel hat auch so ein Wappgeräusch, ne? willst du eigentlich verlieren, oder? Ah! Fängst du mit den Daumen schaut? Nein. Oh, schon wieder ganz eindeutig gewonnen. Das wäre der Versuch eines Kamikaze. Sweet Assassin's Creed-like, oder? Ja, genau so, heuer auf dich komme. Das war die Runde Jump League Normal und Jump League Duels in einem, kombiniert mit einem Wir bewerten Baby Song. Wunderschön, tolles Video heute. Grundfassung davon, er ist scheiße. Wir können ihn ja gerne, wir verlinken ihn. Wollte ich auch gerade sagen. Wir verlinken euch den Song, damit ihr ihn selber anhören könnt, aber tut's euch nicht an, echt nicht. Ja, aber ist auch besonders schwer zu finden, so über die Trends und so. Ja, aber wir müssen ihn ja verlinken, weil sonst kriegt man Ärger. Weißt du, meine Parodie kommt ja fast hin mit dem Wap-Wap-Wap. Ja, das ist schon ziemlich realistisch. Und ich weiß auch nicht, warum mich das Wap-Wap-Wap in Verbindung mit dem Video an Pap-Pap-Pap erinnert. Alles klar. Bis zum nächsten Video am Freitag. Und jo. Liked wie immer schön nach oben den Daumen und abonniert. Nicht vergessen zu kommentieren, was ich mal solo aufnehmen soll. Genau, auch wichtig. Komm mal her. Tschüss. Ciao. Ciao.